bin zu fett, passt da nicht durch die Lücke. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von irgend so ein Hotel mit Dingsbums und Bumsdings und so und oh Gott, ich muss an den... Also hier komme ich durch. Klonk, da ist irgendwie so eine Art Küche oder so. Moment. Hä? Nein, den... Hä? Ach, so rum. Den hier und dann den hier. Nee, erstmal so. Dann den hier, den hier. Den hau ich dann da rein. Den nehme ich mir. Tu ihn da rein. Schnappen wir uns wieder den. Und gehen einmal hier durch. Okay. Sieht aus wie eine Küche. Aber ich höre jetzt nicht mehr wie damals... Oh, ansehen. Krankenhausabrechnung. Okay, Ocean View Hospital. Medical Practice. Tier 1, Assessment, Pharmacy, Chemistry. Ich würde sagen, das ist ja echt ein Schnäppchen hier. 2.900 hat das nur gekostet. Also wenn ich mir sonst so Krankenhausrechnung aus den USA angucke, dann ist 2.900 ein Schnäppchen. Dafür kriegst du in einem amerikanischen Krankenhaus kriegst du $2.900 höchstens Mittagessen. Schließlich muss ja auch irgendjemand bezahlt werden. Nee, das sind nur die Krankenhausrechnungen. Kann ich das auch noch gucken? Oh, was ist das? Sehr geehrte Eltern, Sie erhalten diesen Brief, um Ihnen... Ja, um Ihnen mitzuteilen, dass Robins Anwesenheit im Schulunterricht Anlass zur Sorge gibt, da sie auf 62% abgesunken ist. Infolgedessen hat Robin einen erheblichen Teil des Unterrichtsstoffes versäumt. Eine regelmäßige Anwesenheit ist unabdingbar, da nur so ein Lernerfolg eintreten kann. Darüber hinaus ist Ihnen sicher bewusst, dass ein Schulbesuch gesetzlich vorgeschrieben ist. Nur durch eine regelmäßige Anteilnahme am Unterricht können Schülern die vorgegebenen Lerninhalte vermittelt werden. Ich werde Robins Anteilnahme überwachen und freue mich auf jedwege Verbesserung. Sollte ein Schulbesuch aus Krankheitsgründen nicht möglich sein, bitte ich um Überlassung der jeweiligen Atteste und Krankmeldung. Sofern es zu Problemen Robins beim alltäglichen Schulbesuch gekommen sein sollte, von denen wir nichts wissen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass auch ein Gespräch mit den Lehrern hilfreich sein kann, um gemeinsam zu einer Lösung zu finden. Unterschrieben L. Keine Ahnung. Gut, auf dem anderen Tisch gab es aber nichts zu sehen. Und hier? Nee, das kann man nicht sehen. Gut, ich bin grün, muss also... echt jetzt? Okay. Der da hinten müsste eigentlich weiß sein, statt rot. Bin zu schnell gewesen. Rot. Weiß. Grün. Und dann hier einmal weiß. Ploink. Och nö, der muss... Gibt's ja nicht, der da muss rot und nicht der andere. Kann er wohl nicht angehen. So. Ach. Komm her. Weiß. Kloink. Jetzt einmal hier. Rot und durch. Hopp, ab in den Fahrstuhl. Ah, ja. Warum nicht gleich auf an... Boah, wie viele Level sind denn das diesmal? Warum so viele? Mach doch einfach nur 2 oder 3 Level. Oder wenn, dann wenigstens kurze. Was ist hier denn los? Okay. 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 Ja, gut. Hier ist ein Loch und hier ist ein Loch. Kann man hier auch durchfallen? Nö, kann man nicht. Man fliegt drüber. Ich bin ganz leichtfüßig. Ich fliege über diese Löcher. Kann man den fallen lassen? So über Portal? Okay. Long. Aber da ist doch einer. Habe ich jetzt gecheatet? Nö, das ist doch beabsichtigt. Das kann man doch von oben.
Aber da brauche ich grün und rot. Okay, das heißt einmal raufgehen, lalalala, den dann swappen. Den hier nehmen. Und den einmal hier einfügen. Hüp. 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 So. Rot haben wir da, weil wir den da brauchen. Grün. Soll das so knapp sein oder cheate ich hier jetzt? So, jetzt müssen wir uns grün holen, damit wir da durchkommen. Aber ich glaube, wir brauchen zwei grün, oder? Können wir den grünen jetzt irgendwo einfügen? Da oben ist er rot. Da. Da kann ich grün einfügen. Was ist eigentlich hier durch? Okay, hier könnte ich mir grün schnappen. Okay. Hier ist auch noch einer. Moment. Rot? Grün. Ah, okay. Da ist einmal den hier umfärben. So. Muss ich mir noch den letzten grünen schnappen. Ploink. Ploink, ploink. Plonk. So. Lalalala, lalalala, lalalala. Das ist ja ein Rumgelaufen. Ah, hier kann man auch nicht rüberspringen. Ich bin zu fett, ich passe da nicht durch die Lücke. Ja, gut, ihr könnt euch sicherlich denken. So, den, und Tür. Da, so, das war der. War gar nicht so schwer, weil man Überblick hat, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh Gott, das sind 10 Level. Was? Bitte nicht noch mehr in der nächsten Stufe. Aber Anfang, die 4 fand ich in Ordnung. Aber 10 Level. Boah, das ist, ja, das ist aber mal wieder hier. Okay, hier ist also nichts. Wo kommen wir hier hin? Okay, hier ist grün. Aber ansonsten nichts. Da kommt man irgendwo von oben runter. Hier ist ein weißer Würfel. Wo geht's hier hin? Ah, da gab es gerade einen Teleporter. Oh Gott. Oh Gott. Ups. Oh Gott. Ich habe mir gerade nicht gemerkt, welche Farben das waren. Müssen wir nochmal kurz gucken. Welche Farben in welcher Reihenfolge? Also was brauchen wir zuerst als Farbe? Ich glaube, Rot brauchten wir als erstes. Ja, Rot brauchen wir als erstes. Dann müssen wir den oberen grün färben. Den dann wieder rot färben. Und... also grün, rot. Also der hier muss grün. Der muss rot. Und der muss irgendeine Farbe, die ich keine Ahnung habe. Okay. Also ich muss rot sein und den grün färben. Okay, gut. Grün ist das, was ich brauchte, oder? Aber erstmal gucken wir, was passiert, wenn ich durch die grüne Tür gehe. Ah, hier sind noch zwei rote. Aber wie kriege ich die hier raus? Ah, durch diese... Okay, also der oberste musste grün sein. Dann da rot... Rot muss ich auch sein. Das heißt, rot einmal hier unten einfärben. Der wird dann wieder gegen weiß getauscht. Ich schnapp mir grün. Geh einmal hier durch. Tausche einmal weiß und den. Und dann gehe ich einmal oben rauf. Und dann sollten wir eigentlich durch sein. Es sei denn, wir müssen vom Anfang noch irgendeine Farbe holen. Hoffe ich mal nicht.
Weil ich bin rot, das geht. Ich bin Dings, das geht. Ich bin Dings, das geht. Ich bin weiß. Zack. Und durch. So einfach ist das, würde ich sagen. Tür zu. Nächster Level. Level 5. Yay. Das heißt, wir sind schon halb zu Etage 3 durch. Guck mal eben kurz. E-Mail gekriegt. Ja. Gut. Ich habe nämlich jetzt so ein lustiges Fitnessarmband mir geholt. Das zeichnet meine Schritte auf. Da bin ich viel, viel fitter geworden. Also nicht fetter, sondern fitter. Und das Lustige ist... Okay. Das Lustige ist, dieses Armband sagt mir auch, wenn ich irgendwelche Benachrichtigungen auf dem Handy kriege. Das heißt, da muss ich noch nicht mal mehr ans Handy rangehen. Klonk. Klonk. Okay. Wozu ist die Brücke da, wenn ich hier nicht rüberkomme? Ich springe einfach mal runter. Hier komme ich durch. Hier ist ein Weißer. Den müsste ich grün färben. Hier ist ein Roter. Damit komme ich hier durch. Okay, und kann mir einen grünen schnappen. So. Grün hätte ich schon mal. Also welchen sollte ich jetzt? Hä? Welchen sollte ich jetzt nochmal einfärben? Oh, cool. Couch-Ecke. Was ist das denn? Mal sehen. Was haben wir denn hier? Ansehen. Mit diesem Schreiben bestätigen wir wie bereits besprochen, Ihren neuen Überziehungsrahmen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihren Kreditrahmen auf $9000 angehoben haben. Ich glaube, irgendwie macht das immer mehr den Anschein, als wenn da jemand pleite ist. Krankenhausabrechnung. Yay. Das sieht doch schon besser aus. 9000, 7000, insgesamt 16000. Sehr geehrter Herr, mit diesem Brief bestätigen wir Ihren Termin für Robin im Ocean View am 2.3.2020. Bitte erscheinen Sie zur Anmeldung eine halbe Stunde früher. Unser Haus befindet sich am südwestlichen Ende der Minerva Street, gegenüber dem Park. Sollten Sie Fragen haben oder zu diesem Termin verhindert sein, rufen Sie uns bitte an. Mal sehen. Sehr geehrter Herr, wir gehen davon aus, dass Sie die nicht schlüssigen, aber durchaus besorgniserregenden Untersuchungsergebnisse bezüglich Ihres Sohnes Robin inzwischen zur Kenntnis genommen haben. Wir würden Robin gern zu weiteren Untersuchungen einladen. Wir möchten betonen, dass es derzeit keinen Grund zur übermäßigen Sorge gibt und werden die Symptomatik weiter einkreisen, bevor wir definitive Schlüsse ziehen. Oh, ich glaube, der Junge hat irgendwie eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Und ja. Wo wollte ich eigentlich jetzt mit dem Grünen hin? Ich wollte den Grünen irgendwo oben einsetzen. Also hier brauche ich Rot. Hä? Ich habe jetzt gerade vergessen, wo ich den Grünen einsetzen wollte. Wo wollte ich den Grünen nochmal hinpacken? Ich habe mich irgendwie verlaufen. Also hier war der Start mit der grünen Brücke. Das heißt, da schnappe ich mir den Weißen. Dann komme ich hier wieder durch. Hier wollte ich den Grünen einsetzen. Okay. Aber da komme ich von hier unten nicht ran. Da muss ich da oben rauf. Aber da oben komme ich nur rauf, wenn ich... Wenn ich den Weißen nehme. Dem Weißen müsste ich eigentlich hier oben rüberkommen. Aber hier komme ich nicht über die Brücke. Dafür brauche ich den Roten. Wo ist denn der Rote? Da ist der Rote. Gut. Ist kompliziert hier. Klonk. So, den Grünen habe ich da postiert. Das heißt, einmal hier. Ach nö. Hätte ich den Grünen da drunter machen sollen? Komme ich da nicht rauf? Nö. Ach, die sind ja... Ah, doch! Ah, Menno! Aber wie kann ich den denn... Hä? Ich bin gerade maximal verwirrt.
Aber meine Verwirrtheit wird sich erst in der nächsten Folge auflösen. Das heißt, ihr wisst schon, abonnieren, favorisieren, liken und so weiter und so fort. Ich sage tschüss. Tschüss.